Hallo und willkommen zurück zu Breathe Edge mit mir, die Selina. Ja, also ich bitte zu entschuldigen, dass das so hell ist. Ich habe schon eine Jalousie und die Sonne scheint trotzdem durch. Ich finde das ehrlich gesagt nicht schlimm. Ich liebe die Sonne. Aber ja. So, wir haben ja, ich habe übrigens zwischen den Folgen hier mal ein bisschen aufgeräumt. Ne? Ich habe ein paar Kisten hergestellt und habe das jetzt so alles so ein bisschen einsortiert. Dass wir halt ein bisschen, ja, was, das ist ja out wie, ne? Ich werde es nicht lernen, ich werde das nicht lernen. Also, das mit dem Rechtsklick und so, wenn man da erstmal drin ist in der Sache, funktioniert's. Aber ansonsten ist halt schwer, nicht? So, es ist alles irgendwie einigermaßen logisch aufgedingst und ich war übrigens nochmal drinne und habe was ganz Wichtiges rausgeholt, nämlich Babe. Babe ist jetzt bei uns. Die ganze Zeit. Ja. So, dann auf geht's. There's only one step left. The Coffin Bots wanted to connect the core directly to the ship with the mother station, and we need to do something similar with Normandy. It will require a huge amount of energy to travel on the pleasure shuttle to the habitable sectors, and as I've already mentioned, the core can give us that. If we're faster than the core exploding, of course. Oh, wir müssen jetzt okay. And yes, since there is no Babe, we must... What? Ich sehe, dass sich das Signal verbessert hat. Scharfkopf, hast du die Abhörgeräte entfernt? Mir geht der Sauerstoff aus, die Roboter sind überall, beeil dich, ich werde versuchen... We saw the robots die. We won't fall for this a second time, because... Hey! Almost crashed. You won't fall for the same bait again, will you? We need to send the compromising evidence all over the galaxy and connect to the core without blowing ourselves up. Okay. We don't have time for non-existent survivors. Doch, es ist Zeit, sie zu finden. Es ist Zeit, sie zu finden. Jetzt sind wir wieder, wo wir waren, oder? Captain Shepard's autopilot is still active. I hope it will simply turn off when the system's reboot. Otherwise, I won't be able to change the route for the warp acceleration. This is it. The core. Übrigens, mal den Kotaren einen super Tipp. Let's forget about die alte Taste drücken. We need to look around. Um das zu stabilisieren. Bist du so nah? Ich bin langsam. Ich schicke dir die Koordinaten, aber du musst vorsichtig sein. Hier gibt es viele Roboter. Ich werde sie alle zerstören. Right. And one of these robots is sending us messages. By the way, she doesn't have that awful accent anymore. Ja, weil sie die echte ist. Die einzig wahre. Ich komme, Babe. Ich habe deine Brüste noch hier. Ich werde sie retten. Be careful. All the data on the core is classified and I have no idea where we're going. Das ist doch, oder? Ich habe mich verbunden. Es hat sie alarmiert. Sei vorsichtig. I feel like we're in the middle of a conversation. Maybe each of the survivors, including Captain Shepard, had their own dead babe. Ja, gut möglich. Ich weiß nicht, ob hier unten noch irgendwas ist, aber ich glaube eher weniger. Das sieht kaputt aus. Ich glaube, wir müssen tatsächlich da andocken und gucken, dass wir Babe retten können. Ah, da sind viele Roboter. Hat sie ja gesagt, nicht? Ich mach dich platte. Ich mach euch alle platte. Oh, da hinten. Ja, wir haben den Planeten zerstört. Ist schon ein bisschen traurig, okay, aber pff. Wir können jetzt im Weltraum leben. Oder? Was? Da. Okay. Da war einer. Hallo? Hallo? Wo bist du? Da. Ach komm. Alter, sind die schnell.
Also zuerst sind sie irgendwie viel zu weit weg und dann plötzlich sind sie voll da. Weißt du, was ich meine? It looks like the coffins were going to use it to connect the core to the mother station, or they are still going to do it, judging by their activity. I've okay. never realized how incredible an artificial intelligence must be to control an entire galaxy of coffins. Ja, na komm her. Jetzt, schön beide nebeneinander fliegen. So gefällt mir das. Hä? Als würde ich keinen von beiden treffen. Wo ist der andere jetzt hin? Hallo? Da. Jetzt. Gotcha. Upsi. So, mal gucken. Wir können da andocken. Das heißt, die haben da irgendwas mit dem Schiff gemacht, ne? Oder ist das mit von Babe? Babe, bist du das? You can dock this spaceship. Oh, ich hoffe, sie hat mich kein zweites Mal. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Also das heißt, veräppel mich einmal. The airlock is asking for access codes, and it's using foul language. This is the first time I've seen an airlock with an artificial intelligence, but it's clearly not happy with us. Okay. Also willst du mir sagen, der kann uns auch kaputt machen? Nein. Einfach, We made it very angry by docking without clearance. You should have heard all those expressions. The airlock hates us to the core. Okay, wir speichern. Wir schaffen das schon. Ich kann sie sehen, starten sie die Verbindung und ich versuche Plan B. Start the connection, Plan B. I like charades. Okay. Was ist hier? Upsi. Entschuldigung. War keine Absicht. A charging station for old battery power types of spaceships. If we can build a voltage transmission unit based on this station, we can power Normandy without melting its plating. Oh. Also, muss ja nur ein bisschen arbeiten, nicht? What an interesting place. Start the connection, she said. I have a crazy idea, but first let's take a look around. Right, this spaceship is definitely connected directly to the core. I can't help thinking that we can use this if we put together a stabilizing unit. Okay, dann auf geht's, würde ich sagen. Oh Gott. Ich hab schon ein bisschen... Das ist jetzt gerade nicht passiert. Egal. Das ist halt die Gefahr, wenn es da unten drin liegt, ja? Aber ich will es halt auf die Schnelle haben, falls ich nochmal irgendwie so Blödsinn baue. An ideal place for a diverting unit, probably. Try switching that red lever over there. Yes, everything is perfect. We can connect Normandy to the core via this spaceship and activate the warp jump if we find the control post. Then we will only have to... Wait, don't you think the camera's behavior is strange? It looks like it's focusing on the airlock on purpose as if a mob of aggressive robots is about to... Oh my... Did I do this? Did I learn to see the future and shoot lightning? I had no doubt that I was a genius. Bist du in Ordnung? Ich habe eine große Gruppe von Robotern in der Nähe, denn haben wir die gesehen und das Stromkopf. Although this time I'm even grateful to her. Perhaps this coffin has become so used to playing the role of a woman that it really decided to help us. Let's connect Normandy quickly and get out of here. Ja. Sie ist echt. Kapiere es. Oh nein, wir werden wahrscheinlich irgendwie so Kabeldings brauchen, ne? The airlock has fallen silent. It's so quiet. Can you hear it? No, you couldn't have heard it. You can't even imagine how nice it is when crazy artificial intelligence stops constantly mumbling at you. Die Scheren lassen wir mal hier, wir haben ja ein paar. Without any access codes. Although the airlock is swearing so much that it's unlikely they will open even with an access code. Okay, also ist immer noch böse. Ist immer noch böse. Der Eingang, der ist immer noch böse uns gegenüber. Ente. Ach, Ente. Das ist ein Huhn. Kann ich da irgendwie... Kann ich... Was? Oh, ich hab doch... Okay.
nice. I hope we destroyed all the coffins when we came here. Oh, hier verlieren wir auch wieder Sauerstoff. Oh. Ach du liebe Güte. Da können wir auch wieder Nahrung herstellen. Da können wir wieder. Also hier ist wieder so eine Abteilung, wie wir es früher hatten. Wie so zu Spielbeginn. Oh, hier können wir auch wieder Dings raus snappen, ne? Aber was war das? Harz, ne? Ja, genau. Ja, gut, haben wir jetzt alles. Habe ich ja zum Glück alles aufbewahrt. Oder mitgenommen, besser gesagt. Was ich nicht mitgenommen habe, ist natürlich die ganzen, Teile. Oh, ich brauche die natürlich, die Umleitungseinheiten, natürlich. Stabilisierende. Kann ich die jetzt bauen, ja? Und hier brauche ich die Spannungswandlung. Übertragungseinheit. Okay. Die kann ich jetzt wahrscheinlich höchstwahrscheinlich herstellen. Wahrscheinlich höchstwahrscheinlich. So, Ausrüstung, Gegenstände. Da haben wir es. Spannungswandlungseinheit, stabilisierende Einheit und Umleitungseinheit. Ich mache mal einen kurzen Cut und notiere mir handlich, was wir brauchen und hol's dann raus. So, ich habe mir alles notiert. Mein kleinen Einkaufszettel. Also, wir brauchen erstmal auch alles wegtun, ne? Also wir machen so ein. Ja, ich würde sagen, wir machen so einen Mix aus beidem, okay? Das kommt ja alles hier rein. Tatsächlich brauchen wir kein Metall. Wir bräuchten einmal Alkali, zweimal Plastik, das behalten wir, okay? Zweimal Plastik haben wir. So. Was haben wir auf dem Koffer gebraucht? So, wir haben hier Aluminium zweimal. Zack, zack. Zweimal Aluminium haben wir. Dann, was bräuchten wir noch hier? Die Elektronik, die ist in einem anderen Koffer. Ansonsten haben wir tatsächlich nichts hier drin. Dann kann das hier rein. Kabel. Wir haben nicht mal Kabel gebraucht, ne? Wundert mich auch gerade. Ist nicht mal genug Platz hier drin. Hm, naja. Machen wir das mal. Verarbeiten wir mal. So. Dann machen wir nächstes. Brauchen wir zweimal Isolierband. So, dann brauchen wir einmal Lykoplasma. Genau. Die Elektronik ist woanders. Alkali zweimal haben wir. Das ist auch Alkali, ja? Ja. Sehr gut. Die Glühbirnen kommen gleich in den anderen Koffer. Brauchen wir noch was hier? Den Harz. Der ist im anderen Koffer. Magnet ist im anderen Koffer. Okay. Also, dann gehen wir hier an den. Dann holen wir hier das Harz raus. Viermal brauchen wir das. Zack. Okay. Ansonsten müssen wir jetzt hier dran. Da habe ich nämlich diese super Sachen, ne? Das heißt, wir brauchen zweimal ein Magnet. Ist von der Liste weg. Zweimal Elektronik. Von der Liste weg. Dafür können wir jetzt die Glühbirnen reintun und die Scheren. So. Dann brauchen wir Kompensator zweimal. Das haben wir. Dann einen Generator. Den haben wir. Dann brauchen wir noch einen Induktor. Den haben wir auch. Sehr schön. Dann haben wir alles, ohne es herstellen zu müssen. Das ist schön. So. Und Timan hat letztens erst zu mir gemeint, von wegen, ja, wieso sammelst du alles ein? Du hast doch eine Sammelwut, oder? So, nein, du weißt ja nicht, was du brauchen wirst. So. Sehr schön. Dann können wir jetzt nämlich da reingehen und einfach alles machen. Alles. Da wir das Zeug haben, würde ich ehrlich gesagt jetzt gerne ein bisschen Heilung und so. Wir wissen ja nicht, was passiert. Wir wissen nicht, ob da noch welche auftauchen. Wir haben noch zwei Batterien übrig. Okay. Ich komme hier rein. Und hier wollte ich nämlich noch viermal Metall. Also man kann sich auch anstellen.
ja. Eigentlich haben wir genug von dem Zeug, aber naja, wir haben auch genug Metall. Was ist das? Ist, nicht? So. Ich habe so ein bisschen Angst, dass mir irgendwelche Werkzeuge, also dass ich noch irgendwelche Werkzeuge benötigen werde. Ich habe jetzt die meisten eigentlich da gelassen. Nur halt so wie Greifer und. Reparaturwerkzeug wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt, noch mitzunehmen. Haben wir einen? Wir haben keinen mehr. Dann wäre das ein Reparaturwerkzeug, dass wir eins herstellen und das mal mit uns rumtragen. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass wir irgendwann irgendwas reparieren werden müssen. Tun. Aluminium, veredeltes Metall, dickes dickes Isolierband. Aluminium. Und noch was. Ach, tut mir leid, mein Kopf. Ne? Da geht so viel Lärm drin. Veredeltes Metall zweimal. Das ist ja kein Problem. Haben wir alles. Das haben wir alles auf der hohen Kante. Und einmal Aluminium. So. Sehr schön. Werkzeuge. Ein Reparaturwerkzeug. Sehr schön. So, da bin ich jetzt auch ein bisschen zufrieden, dass wir das jetzt auch haben. Wir speichern nochmal ab, weil wir wissen nicht, was passiert jetzt dann. Bin ich ja mal gespannt. Also ich glaube tatsächlich, dass Babe und ich voneinander gespannt sind. This unit won't last long, but we don't need it to. One electrical impulse to the core of Normandy will be enough. Okay. Good. With this unit, we'll have a chance of not being fried along with Normandy. Sehr schön. Ganz ehrlich, ich würde gerne, ich speichere hier mal, ich würde mich gerne nämlich dort hinten nochmal umschauen. Ich glaube tatsächlich, dass das nur gemacht worden ist, dass man da rein theoretisch, glaube ich, die ganzen Sachen farmen geht. Ich würde mich aber trotzdem gerne mal umschauen, wie das hier aussieht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir also so nah an den Kern rankommen. Apparently, Captain Shepard's shuttle is not the only one equipped with a warp accelerator. Although I thought that such resource-intensive systems are never installed on such small spaceships. We are... Oh. Use a toy as a compensator. No wonder they burned down. I wonder where Babe lost her accent. Oh. Or perhaps different coffins have different voice packets. Whee! Apparently, he stuck a nitrogen cylinder in the oxygen valve. Joe. How laconic. Joe. Undoubtedly, this ID badge can tell you everything about a person from their profession to their social status. Shall we take this genius into our team? Yeah. There was a serious battle here. No wonder. The core was supposed to be guarded by the best forces on the liner. Also ich weiß tatsächlich nicht, ob ich dann hier lang muss. Oder kann. Wisst ihr, was ich meine? Kann ich hier irgendwas gucken? Ich finde es schade, dass ich die ganzen Autos, die hier sind, jetzt nicht scannen kann. Piu, piu, piu. Okay, da unten ist schon mal nichts. Ich kann hier auch nicht rein, ne? Ne. Okay, es, also wie gesagt, es kann halt auch wirklich sein, dass es nur zum Farmen ist. Wenn man hier viele Sachen farmen kann, die man halt hätte brauchen können. Das ist, glaube ich, nochmal so... Ne? Versuch dein Glück. Aber im Großen und Ganzen. Was ist da? Hier ist nochmal. Was ist das? Ach, Bleikugel. Krass. Was es hier nicht alle gibt. Oh. Dazu sagt der Roboter nicht mal was. Also der Anzug. Oh, alle Türen geschlossen. Without the schematics for the modules, we'll spend weeks trying to open all these airlocks to find the core control post. Okay. Müssen ein bisschen gucken wegen dem Atem. So, aber seht ihr das? Ich finde, das leuchtet irgendwie mehr als alle anderen. Vielleicht auch nur Einbildung. Wir gehen mal zurück, bevor uns der Atem ausgeht. Weil er doch ein bisschen knapp wird. Ich glaube tatsächlich, dass...
I wouldn't fly there without Normandy. Ja, ist okay. Machen wir ja auch nicht. Dann, auf geht's, würde ich sagen. Perfect. If I've calculated correctly, this unit will be able to divert the excess power away from Normandy. Okay. Das heißt, wir können... Everything is ready. 5A, ich sehe, dass die Mutterstation an Leistung verliert, also bist du jetzt fertig. Geh zum Kontrollzentrum, ich treffe dich an der Luftschleuse 5A, ich trage ein rosa... This message is incomplete. I still don't trust her, of course, but we probably don't have much choice. Where's this airlock 5-8 message? Die Frage ist ja, muss ich jetzt mit dem Ding hier fliegen, oder? Nee, ich glaube, die Nummer, Normandy werde ich verwenden mit, zum Fliegen, ne? Okay, also, auf geht's. Das heißt, ich habe Sauerstoff. Wir nehmen Sauerstoff mit. Wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt, Sauerstoff mitzunehmen. Das Schöne ist ja, dass die, Luftschleuse mir angezeigt wird. So. Babe, meine Süße. Deine Brüste habe ich schon da. Das ist ein bisschen makaber, aber was soll's. Ja, ich nehme mal alles mit. Ich weiß nicht, ob ich es brauchen werde. Da, ich denke mal sowas wie Bodenanalyse. Was ist denn jetzt los? Analysegerät werde ich vielleicht nicht brauchen. Aber so hier das Schneiden... Ja, solche Sachen nehme ich mal mit. Gut. Ja, ich speichere sehr, sehr oft. Einfach um sicher zu sein. Ihr habt ja gesehen, dass ich sehr, sehr krasse Skills im Kampf habe und so. Deswegen brauche ich das eigentlich nicht. Was haben wir hier? Batterien? Ach, haben wir genug. Wir haben eigentlich alles genug. Eigentlich brauche ich mir gar keine Gedanken machen. Nichts mehr farmen. Gar nichts mehr machen. So. Und es ist tatsächlich, glaube ich, das Leuchtende, was wir gesehen haben. Die Macht meiner Pupse. Nee, ist es nicht. Ah, da. Ist 5A. This way, apparently. Ist es soweit? Nein, nicht der Sägebohrer. Genau das, was ich nicht mitgenommen habe. Ach, Menschen, Kinos. Mit einem Pups sind wir schon da. So sollte die Werbung gehen. Ach ja. Eben als ich die ganzen Werkzeuge mitgenommen habe. Wieso habe ich nicht daran gedacht, dass ich den Sägebohrer brauche? Oh, das verzögert das alles. Aber wir werden Babe auf jeden Fall diese Folge noch kennenlernen, Leute. Und wenn sie doppelt so lange dauert. Nein. Ich komme, meine Süße. Jetzt aber. Speichern. Wir wissen ja nicht, was passiert. Eigentlich hätte ich oben speichern können, bevor ich reingehe. Na komm, lauf. Wieso kann er eigentlich nicht mit Pupsen das Laufen beschleunigen? Oh, dieses Hüpfen, das klingt halt schon ein bisschen... Als hätte er Probleme. Also er sollte auf jeden Fall weniger rauchen. So. Babe, ich komme. Ich werde dich retten oder du mich, je nachdem. Wir retten uns einander. Gegenseitig. Wir retten uns einander. Hm. Na ja, ich übe nochmal. Ja. No one's here to meet us. Sehr schön. Spacesuit, nor in any other one. Ey, ich bin nicht irgendjemand anderes. Oder niemand anderes. So rum.
Okay, automatische Speicherung. It looks like a technical exit for servicing the liner's plating. Okay, okay, okay. Ja, komm, haben wir genug. Elektronik. Also veredeltes Metall, muss ich ganz ehrlich sagen, nehme ich noch mit, weil wichtig. Sauerstoff? Oh, interessant. Warum? Also hier wurde auf jeden Fall gegen Roboter gekämpft. Wieso so viele Heilpacks? Let's be careful this time. I don't want to get hit on the helmet with stick again. Okay. What a strange place to meet. Can we go back? Nope. No, no, no. Back is the other way. Okay. Die hat die alle platt gemacht. Sie ist so eine Heldin. I don't like this at all. Dich fragt ja auch keiner. Okay, die sind alle da lang gegangen und nicht zurückgekommen. Oh. By the way, I've long noticed that there are very few corpses around for such a catastrophe. Where did they all go? Ja. Wir finden hier sogar einen handlichen alten Schaber, so. Braucht keiner. Sind wir mal ehrlich, wir sind viel zu gut aufgestellt für sowas. These seem to be the personnel cabins, not the control center. Okay, hier haben wir Stoff. Hier ist zum Beispiel sehr viel Stoff. Ist das ein Zeichen? Nein, ich habe Stoff. Alles okay? Noch ein Blaster. Wisst ihr, wie viele Blaster? Ja, ihr habt es eigentlich gesehen in der Kiste, oder? Ich habe so viele Blaster da liegen. Auch Essen. Ja, ich weiß. Ich nehme vielleicht zu viel mit, aber... The personnel were obviously killed a long time ago. Who was shooting who then? Kämpfen die Roboter gegeneinander? Sie ist ein Roboter, aber ein guter. An interesting fact. My database doesn't contain any interest. Weltraum-Orks, die Gefährdeten des Königtrons. I didn't know that the chief specialists of the liner were fond of such games. I need to reconsider my attitude toward human entertainment. So. Is this Babe? Or is she over there? There are too many babes here, and they were obviously interested in this cabin. Oh, Anerkennungszertifikat an Alexander Camward von Peter Wee Bloat, Vorsitzender des Vorstands. I've never understood the tradition of giving useless trash as a thank you. Although I'm just the spacesuit and it's not for me to judge the party's policies. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht genau, was damit gemeint ist. Also ich weiß, dass hier auch viele Filmsachen drinne sind, Geschichtssachen. Also die haben ja halt wirklich alles so ihr komplettes Wissen, könnte man sagen, hier so mit rein verpackt. Okay. Wie wirst du auf sie reagieren? Erinnerst du dich an dein Heimatland oder erinnert sich dein Heimatland an dich? Wer bist du in dem endlosen Gewirr der Schicksale? Du kennst die Antwort auf deine Fragen, aber hast du mit ihnen das Universum vereinbart? Hast du keine Angst, dass eines Tages deine Fragen nicht ausreichen und die Welt sich dazu entschließt, dir die Fragen zu stellen? Okay. Also, das ist ein Loblied an Berthe gewesen. Für alle, die es nicht verstanden haben. Ich hoffe, das gibt kein Strike. Also ihr könnt euch das gerne alles durchlesen. Oh, dahinter ist irgendwie... Oh, dahinter war noch was gezeichnet. Kann ich mir jetzt nicht anschauen, ne? Naja gut, könnte ich mir dann später anschauen. Die sind ja alle gespeichert dann. Sobald ich die finde. Oh. Before using such water, it's recommended to boil it first and then pour it out. Also hier könnte man sich halt noch was zu essen und trinken machen. Als würde man nicht genug finden, ne? So. Okay, rosa Teppich. Ich glaube, es ist Zeit, Leute. Es wird Zeit. There were some survivors here.
An extinct mammal of the Dlagomorpha order. Unfortunately, it's not possible to determine the genus. Erste Stabilisierung Abteilung an VA Proschin. Apparently, the cabin's owner was the chief specialist of the core stabilization team. Okay. Ich sehe Station. Ah! Um durchzubrechen müssen wir. Was a woman, judging by the handwriting. Tja. These are obviously handmade control and communication panels. Can you connect me to them? Ja. Machen wir. Finde sie. Interesting. You can control some of the remaining systems of the liner, including communication points. There's a lot of technical data on the core, on the module plans, and even access codes to secret compartments. Great! I'll upload the compromising evidence and try to send it via all available communication channels of the liner. And then let's find the control center. Nicht den roten Knopf. Compromising evidence okay. Uploaded successfully. I hope someone receives the signals. Achso, okay, gut. Dann alles richtig gemacht. Gut, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Nächste Folge werden wir uns dann weiter am Schiff umschauen und hoffentlich Babe finden. Ich weiß, was ich gesagt habe. Ich dachte aber, dass wir sie in Luftschleuse 5A wirklich zum ersten Mal treffen und mit ihr zusammen dann fliehen. Dem ist nicht so gewesen. Bye, bye.